Auf die Plätze, fertig, Dose auf und trinken. Im Norden Londons ging es ans Eingemachte bei den Beer Mile World Classics. Die Teilnehmer müssen ein Bier vor jeder Runde trinken. Insgesamt gilt es, 4 Runden zu laufen, erklärt der Organisator des Rennens, Corey Gallagher. Basic rule is you need 4 beers. Die Grundregel ist, dass du 4 Bier brauchst. Sie müssen mindestens 5% Alkohol haben und 335 Milliliter groß sein. Ob in der Dose oder Flasche ist egal. Vor jeder Runde äckst du das Bier und wenn du fertig bist, wirfst du es zur Seite oder drehst es über deinem Kopf um, um zu zeigen, dass du fertig bist. Eine Strafrunde kassiert, wer das Bier nicht im Magen halten kann. Den Titel bei den Elite-Läufern gewann der Kanadier Corey Belmore, der mit einer Zeit von 4 Minuten und 34 Sekunden einen neuen Weltrekord aufstellte. Für einige Biere brauchte er teilweise nur 8 Sekunden. Ich habe einfach versucht, die Biere so schnell zu trinken wie möglich, sie nicht rauszuspucken und die Röpser rauszubekommen. Und ich habe versucht, schnell zu sein. Ich bin ziemlich müde jetzt. Bei den Frauen konnte sich die US-Amerikanerin Erin O'Mara durchsetzen. Allerdings war ihr Jubel über den Titel, naja, sagen wir mal, eher verhalten.